Moin Leute, heute gibt's hier wieder ein Unboxing und diesmal sogar ein richtig großes Unboxing von der Darksiders 2 Collector's Edition, die schon von hier richtig, richtig geil aussieht. Darksiders war für mich ein Spiel, was wirklich richtig gut war. Es hat mich sehr überrascht gehabt, hat mich so erinnert, sehr stark an Zelda, aber auch ein bisschen God of War mit drin und auch ein paar andere Spiele, die da ein bisschen mit reingemixt worden sind und war für mich eigentlich die Überraschung des Jahres, als es rauskam. Jetzt so 2-3 Jahre später hat der Publisher Vigil Games, beziehungsweise der Entwickler Vigil Games und der Publisher THQ den zweiten Teil rausgebracht. Dieses Mal spielen wir nicht mit Krieg, sondern mit Tod. Das ist dieser nette Zeitgenosse hier drüben. Und ich will jetzt mit euch, beziehungsweise für euch, die Collector's Edition davon auspacken. Gucken wir uns die erstmal von vorne genauer an. Das Spiel ist diesmal sowohl von der USK als auch von PEGI ab 16 Jahren freigegeben. Vorher hat die USK den ersten Teil ab 18 freigegeben gehabt. Der Entwickler ist wie gesagt Vigil Games und Publisher THQ und das Spiel ist auch in Deutschland, genauso wie der Vorgänger übrigens auch, 100% uncut, also da ist nichts geschnitten oder weggenommen. So ist von der Seite aus richtig fett. Allgemein, diese Figur Tod gefällt mir richtig, richtig gut. So, hinten steht das drauf, Tod lebt. witziges Wortspiel, sag ich mal. Größer, düsterer, besser, sagt GamePro. Geniale Mischung aus Action-Adventure und Rollenspiel, sagt Play 3. Ja, das Ganze soll etwas mehr Rollenspiel diesmal drin haben und ein bisschen weniger Hack and Slay, aber nicht viel weniger. Vom Kampfsystem Hack and Slay ein bisschen mehr Rollenspielelemente und natürlich Action-Adventure pur. Hört sich für mich noch mehr nach Zelda an, wenn ich mal ehrlich bin. Ich bin gespannt, wie schlussendlich dieser Mix ist. Dann hier ein kleines Bildchen. Nutzen die unüberwindbare Kraft von Tod, dem gefürchtetsten der legendären vier Reiter. Und hier unten bei dem Bild bekämpfen sie die Streitkräfte von Himmel und Hölle in einer epischen Welt. Dann sehen wir unten nochmal, was in dieser Collector's Edition drin ist. Da hätten wir einmal ein Darksiders 2 Artbook, dann ein Darksiders 2 Soundtrack, allerdings nicht als CD, sondern als digitalen Download. Und natürlich, was man schon gesehen hat von vorne, das lebensgroße Replik von Tods Maske, und zwar mit Ständer, dass man das aufstellen kann. Und dann sind noch ein paar Download-Sachen mit drin. Das Expansion Pack Arguls Grab, das ist übrigens auch in der First Edition drin. Das kann man sich dann runterladen, wenn der nächste DLC rauskommt. Dann das Todesreiter-Paket, das exklusive Todesschatten-Paket und das Todesgalopp-Paket. Und hier drüben noch das Todesengel-Paket, ist wahrscheinlich so eine Rüstung oder sowas. Und von der anderen Seite sieht es noch so aus, auch ziemlich fett. So, von oben, hier muss man es aufmachen, ist mit so einem Aufkleber zugeklebt, einmal geschnibbelt und dann geht das auch auf. So, mal reingucken. Ich will hier nichts kaputt machen oder verknicken. So, ja, sehr schön verpackt. Hier drüben haben wir das Artbook und das Spiel. Das gucken wir uns als letztes an. Ich würde sagen, wir gucken uns vorher diese Maske an. Oder wir müssen einfach alles rausnehmen. Okay, wir müssen alles rausnehmen, damit wir die Maske rausnehmen. Dann kommt der Karton erstmal weg. Unter die Kamera. So, dann haben wir hier erstmal das. Das lege ich auch erstmal zur Seite. Wir wollen uns erst die Maske angucken. So ist die verpackt. Und so sieht die aus. Sogar ziemlich groß. Plastik weg und boah, richtig gute Qualität. Es ist wirklich richtig gute Qualität. Schaut euch das an. Sieht sehr, sehr gut aus. Wow, gefällt mir richtig gut. Muss ich mal sagen. Sehr, sehr cool. So, dann haben wir natürlich noch diesen Ständer hier. Der ist made in China. Juhu. Das freut uns doch und zeugt von Qualität. Nein, das meiste Zeug, so Zeug ist ja irgendwo in China hergestellt. Eigentlich ziemlich schade. So, dann gucken wir mal, wie das hier drauf geht. Das kommt hier rein, eindeutig. Aber andersrum. Dann kann man das so festdrehen, dann ist es fest. Dann kommt die Maske, die hat hier unten ein Loch. Babs. Da ist sie.
Ja, wie geil ist denn das? Ist jetzt wo es auf dem Ständer steht, relativ leicht. Vorher kam es mir ein bisschen schwerer vor. Das hier oben hätte man vielleicht ein bisschen besser verarbeiten können, aber ansonsten wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Teil. Okay, kommen wir eigentlich zu den etwas kleineren Sachen, und zwar dem Spiel als auch dem Artbook, was man jetzt hier gar nicht so sieht, aber das ist trotzdem drin, da ist es. Ja. Darkseid, das ist ja von so einem, ja, ich sag mal, Comic-Zeichner gemacht. Und das ganze Spiel ist auch in diesem Comic-Stil gehalten, sieht aber trotzdem an manchen Stellen schon relativ echt aus. Gibt es auch als Buch und auch als Comic. Sehr cool. Und ich denke mal, das ist jetzt hier auch so aufgemacht. Gucken wir mal rein. Ja, sehr cool. Die Seiten auch sehr hochwertig. Das ist diese Krähe. Despair oder Despair, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ist das Pferd. Dann gibt es hier noch andere Charaktere, von denen ich jetzt noch nichts weiß. Ich würde sagen, wir gucken es mal ganz durch. Falls ihr es nicht sehen wollt, spult einfach vor. Der Cromfather. Was ein Kerl. Ja, das ist doch mal ein cooles Artbook. Aber ich hoffe, da ist noch so landschaftsmäßig ein bisschen was mit drin. Das würde mich freuen. Auch die Endgegner sehr imposant aufgemacht. Dann hier die Undead, die Untoten. Also zombie-mäßig. Der Typ hier erinnert mich voll an jemanden aus Zelda, ehrlich. Aber egal. Ja, da gibt es ja wirklich richtig viele Viecher, das ist ja der Hammer. Scarab Hulk. Scarab Mount. Legion. Dann Srithis. Wo wir gerade bei den Waffen sind und die Äxte sehen, es gab auf Facebook eine Aktion, da konnte man sich dann einen Download-Code holen, womit man sich dann eine spezielle Axt freischalten kann. Nur mal so als Info, könnt ihr ja mal drauf gehen. Bei Darksiders 2. Die Klauen. Ja, es sieht aus, als ob man das Ganze jetzt so auf den ersten Blick, ich habe mich da noch gar nicht so genau informiert, als ob man die Waffen sehr stark kombinieren könnte, wie es bei Rollenspielen eben so ist. Das gefällt mir super, ehrlich. So, und jetzt hier noch ein paar Environments, wenn man es so sagen kann. Ja, das sieht doch alles super aus. Schönes Ding. Gefällt mir. Ja, wie gesagt, The Art of Darksiders gibt es auch noch. Und ja, das war's mit diesem Artbook, was mir sehr gut gefällt. Es ist sogar relativ dick. Sonst diese Artbooks, die in dieser Form sind, sind nur halb so dick. Und das ist wirklich relativ dick. Das freut einen doch. Aber weiter mit dem Spiel. Mal gucken, ob ich es aufbekomme. Irgendwo, irgendwie. Es war mal Trend bei den Xbox-Spielen, da auch so eine Perforierung reinzumachen, dass man die ganz einfach aufmacht, aber der ist irgendwie mittlerweile wieder abgeflacht. Der war nur ganz kurz da. Saudämlich, dass es das nicht mehr gibt. Aber egal. So, weg damit. Hier ist jetzt schon ganz viel Müll. So, und gucken wir uns das nochmal an. Die ganzen Infos habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Genau, das ist jetzt die First Edition. Wie gesagt, da ist auch dieses Expansion Pack drin für Argols Grab, aber auch diese drei Extra-Inhalte, diese Rüstung oder was das ist. Und was ich sehr schön finde, das findet man auch leider gar nicht mehr so oft, sind Wendecover. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Freut mich tierisch, so ein Wendecover. So ist von der Seite aus, so von hinten, genauso wie die Verpackung eben. Und das komische Siegel ab. Das geht ja irgendwie mal sehr leicht ab. Das ist auch mal schön. Mensch, nur positiv überrascht hier heute. Nein, Spaß beiseite. So, gucken wir uns das an. Hier sind zwei Codes drin.
Einmal vielen Dank für den Kauf der Collector's Edition. Das ist dann auch nur bei der Collector's Edition dabei. Das hier ist, danke, dass Sie die First Edition gekauft haben für diesen Arguls Grab DLC. Die Disc schaut so aus, nicht wie das Cover. Und was sehr cool ist, dass, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt, das Ganze ist auch in Silber hier gehalten. Ja, also von der CD schimmert hier noch was durch. Sehr cool, sowas könnte es nochmal öfters geben. In England bzw. Großbritannien übrigens ab 15, aber naja, das soll mir jetzt, ist mir jetzt auch egal. Und hier noch ganz viele Codes, meine Güte. Einmal das Todesschattenpaket, das Todesreiterpaket, das Todesengelpaket und das Todesgalopppaket. Junge, Junge, Junge. Und hier ist noch ein Code drauf. Also Leute, was habt ihr alles für Codes? So, und hier ist das Booklet, was leider gar kein Booklet ist, sondern ein Aufklapplet, irgendwas. Schade, wirklich schade. Aber jetzt noch das Wendecover, was ich richtig geil finde. Ach du meine Güte. Zeigt mal her das Ding. Na komm schon rein. Warum gibt es in letzter Zeit keine Wendecover mehr? Das war doch mal voll in. Ehrlich, frag ich mich wirklich. So, alles nochmal richtig justieren und bam. Wendecover. Geiles Teil. Ja, ich freue mich, wie ihr schon an dem Unboxing hören könnt, tierisch auf das Spiel. Das hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert, weil das musste ich wirklich mal in Anführungszeichen genießen. Eine sehr schöne Edition mit der Maske, mit diesem ganzen Freischaltzeug, dann natürlich das Artbook. Also wirklich ein schönes Ding, kann ich euch nur ans Herz legen, kostet um die 100 Euro. Das Spiel selber für die Xbox 360 so zwischen 50 und 60 Euro. Ich glaube, es wird ein Hit. Ganz viele Magazine haben schon geschrieben, es ist jetzt schon eines der besten Spiele dieses Jahres. Und wenn dieses Jahr nichts mehr Großes rauskommt, was ja nicht der Fall ist, dann wird es wahrscheinlich auch für viele Leute Spiel des Jahres werden. Für mich auch auf jeden Fall eines der besten Spiele, denke ich. Und das war's von mir. Ja, Leute, Tod lebt. Macht's gut. Haut rein.